Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 4. Ja, lang ist es her und ja, ich bin aus meiner Let's Play Pause nun offiziell zurück, kann man sagen. Und jetzt einfach weiterspielen mit Final Fantasy 4. So, wir haben im letzten Part haben wir Golbis besiegt. Beziehungsweise, wir dachten, wir hätten ihn besiegt, aber er hat es dann dennoch den Schattenkristall geholt. Und nun hat uns der König gesagt, dass wir in einer versiegelten Höhle gehen müssen. Wir können aber mit dem König reden, weil, glaube ich, im Königreich gibt es nun ein paar Eingänge, die wir nun betreten können. Kleine lustige Sache, wo ich musste ein bisschen nachspielen bei Final Fantasy 4. Das waren ungefähr halbe Stunde. Aber irgendwie habe ich es erst nicht so geschafft, Golbis zu besiegen. Deswegen habe ich ein paar Sachen gemacht. Erstmal habe ich es ein bisschen gegrindet. Kann man einmal hier sehen. Ja, also Cecil ist nun Level 45, Young 44. Kane 38, Rydia 30, weil mit der konnte er gar nicht leveln. Weil die kam ja erst in diesen Fight hinzu. Und Rosa ist 35. Bei den Mobs habe ich ein cooles Item gefunden. Beziehungsweise das zweimal, nämlich die Medusa-Klinge. Hat Attacke 77 und kann versteinern. Sehr nice, weil der Blutspeer von Kane ist zwar mega gut, aber die Stats gehen mega nach unten. Deswegen. Zum Damage machen, glaube ich, nicht das Beste. Und Cecil hatte, glaube ich, nur ein Flammenschwert, glaube ich. Ja. Und da ist der Angriff auch relativ gering. Beziehungsweise ist es sogar sehr gut, weil Medusa-Klinge kann noch versteinern. So. Fertigkeiten. Die habe ich ein bisschen anders verteilt, weil ich die später bekommen habe. Kane hat anlocken, Angriff der Gegner auf sich ziehen, das wird er später machen, weil Kane wird sozusagen unser zweiter Tank, weil er hat, glaube ich, mit Cecil den höchsten Rüstungswert und das soll man schon ausnutzen. Rosa hat nun Zauberduo mit Rydia, also andersrum, wie ich es gerade gezeigt habe. Und Cecil hat Auto-Potion, Potions werden verwenden bei Schaden. Das ist halt ganz automatisch, das ist mega cool. Und Young hat nix bekommen. Singen habe ich noch auf der Bank, genauso wie was anderes. Ich glaube, Itemkunde oder so. Und die Sachen werde ich erst später benutzen. Ja, seht ihr, hier können wir jetzt durch, wo wir hier nicht durch können. Ich glaube, letztes Mal habe ich mit denen gelabert, glaube ich mal einfach. Deswegen gehen wir jetzt erstmal nach oben hier. Westturm, Erdgeschoss. Werd erstmal über das Game ein bisschen reden und dann halt, wenn wir ein paar Zufallskämpfe haben und so, werde ich ein paar andere Sachen erklären. Was ich auch kurz zeigen wollte, ich musste über das Kämpfen was benutzen, um erst wieder in das Game reinzukommen, nämlich im Kampfmodus auf Warten. Das ist ja ein Active Time Battle, also die Kampf-Engine. Und im Wartenmodus ist es so, wenn du halt einen Zauber gerade auswählst oder eine Attacke, dann wartet der Charakter. Also, da ist das ganze Kampfgeschehen kurz gestoppt. Du kannst in Ruhe aussuchen, was du machen willst und kannst weitermachen. Ist ein bisschen semi-rundenbasiert, kann man sagen. Aber diesen Wartenmodus werde ich irgendwann wieder ausstellen. Glaube ich, kann ich nicht versprechen, muss erstmal sehen, wie ich das Game reinkomme und wieder in das Let's Play. So, ich muss kurz noch was hier machen. Wunderbar. Musste kurz einmal raustappen, weil mein OBS war zu groß und ich konnte sehen, wie lange ich es aufnehme. So. Ihr kämpft auch gegen Golbis? Dann nehmt diese Schätze. Mögen sie euch im Kämpfen unter Kämpfen nützen? Kämpfen nutzen. Ich hätte lieber gesagt, mögen sie euch in den Kämpfen unterstützen, aber egal.
Ich muss auch wirklich gerade reinkommen in diese ganzen Let's Play-Sache, weil wenn man da jetzt ein bisschen draus ist, ne, und dann halt wieder mit euch redet sozusagen, also die Zuschauer unterhält, dann dauert es etwas, bis man das wieder beherrscht. High Potion erhalten, aber von diesen Gegnern kann kein weiterer mehr aufgenommen werden. Oh. Ich glaube, High Potion können wir auch verwenden, weil ich will gerne die Truhe ja, offen haben. Ja, super. Der Kampf gegen Goldblitz war auch recht happig, muss ich sagen. Hab mir eigentlich einfacher vorgestellt. Und wie kommen wir jetzt hier weiter nach unten? Ach stimmt, hier können wir in den Gängen langrennen. Ach ja. Also für mich ist das gerade etwas semi-blind. Also ich habe doch schon mal das gespielt, ne? Aber halt nicht mit der Grafik, ne? Ah, hier unten können wir lang. Weil ich habe, glaube ich, vor einem halben Jahr Final Fantasy XIV The After Years gespielt. Und da ist praktisch das Game, also so eine After-Story, ne? Wie der Titel schon sagt, ne? Aber halt, was das Nervige an das an dem Game ist, ist halt der Fakt. Schwarzer Gürtel. Oioioioi. Das, warte mal. Genau. Wow. Netter Schaden. Nette Abwehr. Nett. Ihr könnt es auch Yang geben, aber ich will erstmal Cecil als unseren DPS-Monster hinausstellen. Obwohl Yang viel besser Schaden machen kann, aber egal. So, bei The After jetzt ist es nämlich so, dass, es eine andere Story gibt, aber die Welt gleich bleibt. Das heißt, die ganzen Orte, die ich jetzt hier spiele oder noch spielen werde oder gespielt habe, die gibt es auch in After Years und die muss man 10-mal durchrennen. Wirklich, man hat halt immer so episodenmäßig eine Story, so um jeden Charakter rum, ne? Und bei ein paar Charakter muss man, glaube ich, diesen Dungeon 5-mal hin und her gehen. Und dann mit den Zufallskämpfen und so, es ist nervig. Ich habe das Game teilweise gemocht, ein paar Storys waren wirklich cool, ein paar Charakter sind auch mega cool, da kommen ein paar neue hinzu, ne? Aber, oh mein Gott, das war sowas von nervig und ich werde es irgendwann let's playen, aber nicht in nächster Zeit. Auf gar keinen Fall. Es ist halt auch ein Semi-Sequel, also es ist schon offiziell, aber viele Fans sehen es auch nicht so offiziell an. Keine außergewöhnlichen Vorkommnisse. Ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Es war auch einfach ein Sequel, um ein bisschen Geld zu scheffeln. Man hat es ja früher im Re-Shop benutzt. Hier ist alles bestens. Schön. Man hat es früher im Re-Shop benutzt. Und, Zwergenaxt? Kann das einer von euch benutzen? Oh, der Kane. Kann das Cecil benutzen? Yo. Agilität runter, Ausdauer hoch. Jawollo, ey. Alter. Nice. Ja, man hat das in Reshop benutzt und es war halt episodenmäßig. Das heißt, viele kennen das vielleicht aus die Handheld-Games. Ich glaube, so heißen die, nämlich die ganzen Walking Dead Teile. Und das haben die auch hier gemacht, was natürlich für Final Fantasy nicht so toll ist. Und man hat halt nur Geld damit gescheffelt, wenn ich ganz ehrlich bin. Es war halt semi-gut. Die Grafik war auch zu diesem Standpunkt auch anders bei dieser Version von After Years. Die war schon ein bisschen so RPG-Maker schlecht-like. Also wirklich, als hätte man wirklich mit schlechten Ressourcen im RPG-Maker die Story gemacht. Jetzt bei der Steam-Version hat man halt dieselbe Grafik wie hier, aber ja, ist nicht so toll. Und ich hoffe, es stört nicht, dass ich viel sage. Ich muss erstmal reinkommen in Let's Plays kommen, muss erstmal da reinkommen und Final Fantasy 6, ich glaube, ist ein gutes Game dazu, weil man muss sehr viel von sich aus reden, weil das Game hat wenig Synchros, kann man sagen. Hat schon ein bisschen Synchros, auf jeden Fall, mehr als die anderen Teile zuvor. Ich glaube auch mehr als Final Fantasy 5 und 6. Oder 6, 7, 8. Eigentlich ist das
Eigentlich ist dieses Game sogar bis Final Fantasy X das einzige Final Fantasy, was Synchros hat. Oder bei 5 bin ich nicht so, weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht. Nee. Ich glaube erst nur der vierte Teil hat Synchros und der Rest null. Wir haben jetzt einen Kraftreif bekommen. Das geben wir doch mal Cecil. Er muss Schaden machen. Oh ja. Oh mein Gott, Cecil. 70 Stärke. Oh mein Gott. Holy shit. Ich will mal deinen Schaden sehen. Warte mal, aber Panzer, Armschiene können wir den guten alten Kane geben, oder? Nö. Was? Okay. So. Silbersanduhr gefunden. Silbersanduhr, glaube ich, macht die, Stopp, glaube ich. Wäre mir aber unsicher. Okay, das waren hier die ganzen Schätze. Wir haben so gerade sehr früh hier, nämlich 7 Uhr morgens, glaube ich. Und ich habe mich entschieden, jo, jetzt habe ich lang genug gewartet. Jetzt kann ich endlich weiter Let's Playen und werde den Part auch heute hochladen. Ich habe ein paar andere Games schon mal ein bisschen angefangen zu LP'en. Mir gefiel das aber nicht so richtig und will jetzt einfach hiermit weitermachen. Und erstmal gibt es diese Woche nur Final Fantasy 4. Und dann mal sehen, wie es beim Aufnahmefluss vorankomme. Werde es noch ein anderes Projekt aufnehmen. Was für mich blind ist und ja. Werde ich das auch machen. Kleiner Tipp, es ist auch ein Final Fantasy, was ich nicht gespielt habe und nicht ja, traditionell ist, kann man sagen. Hat die traditionellen 1, 2, 3, 4, 5, sondern es ist eine kleine Zeitreihe. Aber ist schon eine sehr coole Reihe. Also hört sich sehr cool an. Ich habe viel darüber gelesen, viel darüber gehört, auch ein paar Videos gesehen und es sah schon relativ cool aus. Ist aber sehr grindlastig. Ja, trinken ist besser als kämpfen. Ich habe auch ein bisschen hier in Sachen Vorbereitung ein bisschen was anderes gemacht. Nämlich ich habe eigentlich einen Tisch halt, ne? Da sind jetzt zwei Monitore drauf. Ich habe jetzt zwei Monitore. Das heißt, ich kann jetzt auch in Vollbild spielen und aufnehmen und alles beobachten, ob alles super läuft. Und auf jeden Fall, Urksch. Der ganze Raum dreht sich. Doch, war das. Ich glaube, ich bin ein bisschen beschwipst. Bei solchen SCH-Worten, dann finde ich schon gut, dass ich einen kleinen Sprachfehler habe, weil dann hört das noch einen Tick lustiger an. Ja, ich habe jetzt zwei Bildschirme. Aber erstmal hier Waffen gucken. Oh ja. Und ich habe meine Tastatur vom Tisch weggemacht. Oh, noch eine Zwergenaxt. Okay. Und ein Flammenspeer. Oh, davon haben wir aber noch keinen, ne? Ein Langbogen mit Dunkelpfeilen. Können Dunkelheit verursachen. Oh, das ist sehr gut. Oh Gott. Nee. Einmal das kaufen. Einmal das kaufen. Ah, Zwergenaxt oder Flammenspeer. Komm noch den Flammenspeer. Weil wir gerne alle Items haben. Wunderbar. Und jetzt Rüstung. Jetzt bin ich gespannt. Flammenschild. Ja. Mitra, nein. Ormat, nein. Runenreif. Oh ja. Hört sich gut an. So. Ich glaube, wenn wir jetzt auf Optimieren klicken, dann. Per Blutspeer. Er will damit den Blutspeer, weil die Attackewert so hoch ist, aber es ist. Nee. Alleine der Stärkewert, wie der hochgeht, ne? Wisst ihr, wie viel Schaden das mehr macht, ne? Das ist unglaublich. Also ich glaube, um die 450 Schaden mehr. Und das bei 1500er Hits, ne? Das ist schon 50%. Okay, hier kann nichts optimieren. Besser muss nicht. Aber ihn hier. Sie hier. So und. Oh ja.
Karatanzug, stimmt. Kannst den Karatanzug tragen. Wunderbar. Herrlich. So. Was hast du zu sagen? Sächsische Waffen sind sehr schwer. Manch ein Mensch kann sie wohl nicht mal heben. Ich trage eure Axt und es geht. Sächsische Rüstzeug ist steinhart. Manch ein Mensch kann daran wohl keinen Schritt machen. Ich glaube, Zwergenrüstung haben wir nicht gesehen. So, was gibt's hier unten? Ah, Gisako hat ein bisschen Items. Ah, schön. Ein großartiger und nobler Himmelsbote steigt herab, wenn ihr ihm ein gefälliges Geschenk darbringt. Das ist der fette Schokobot. Wir können einfach jetzt ein Gießerkraut hinpacken. Wo immer das auch ist. Da. Und ja, wir können dann praktisch unsere Items lagern. Nee, das ist das Bestarium, Kino und... Ich dachte lagern. Okay, dann verwechselt mit irgendeinem Final Fantasy Teil. Einen könnte man da auch lagern. Dicker Schubububu, ihr Frevler. Bei uns ist er der heilige Vogel. Ihr habt König Georgs Erlaubnis, dann dürft ihr passieren. Ah. Zwergenburg. Cherio. Ach, hier müssen wir auch lang. Ich glaube, hier müssen wir auch lang. Weil es kommt ja gleich eine Höhle, glaube ich. Ach ja. Ich vergaß. So. Okay, dann erkunden wir noch ein bisschen hier mehr. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Und dann wird's den Part auch beenden erstmal. Weil eigentlich kurz was trinken, dann den nächsten aufmähen und so weiter. Was ich jetzt noch sagen wollte mit Equipment. Ich habe auch ein bisschen rumgetrickst. Zum Beispiel meine Tastatur vom Tisch genommen. Ein paar Bücher genommen, also essdicke Bücher, halt, ja, ein paar dicke Bücher genommen und, mein Mikrofon draufgepackt, weil ich habe kein Mikrofonständer, sondern halt nur so, ja, Mini-Gerüst. So Mini-Ständer, halt kein Gerüst, wie andere haben, sondern erst so Mini-Ständer. Und ja, jetzt können viele kleine Ferkel lachen. Ah, er hat Mini-Ständer gesagt. That's what she said. Ein wenig Schlaf und ich bin wieder auf den Beinen. Zwerge sind sehr robust und dennoch erleiden wir manchmal Verletzungen. Ja, robust heißt nicht unsterblich. Hier ist unser Lazarett. Oh, Lazarett. Oh, schöne Wörter hier, ey. Hm. So. Gehen wir noch zur Herberge? Ja, nun schon, wenn ich die MP ansehe. Oh Gott, ja. Ich renne auch hier gerade mit Kane rum. Hereinspaziert. Ah ne, wann ist das? Hier. Gute Nacht. Denn aus Final Fantasy 4, glaube ich, mag ich den Dunkelritter Cecil und Kane am meisten, weil das sind echt so kernige Ritter. Das hat man in Final Fantasy, finde ich, ein bisschen seltener, also diese richtigen kernigen Ritter. Was mir noch spontan einfallen würde, wäre Steiner mit seiner Blechhaube, ne? Aber sonst so richtige Ritter, die richtig schöne, fette Rüstung haben, ne? Gibt's weniger. So, dann gehe ich einmal kurz, zum Eingang. Mal kurz sehen. Ah, hier geht's noch weiter. Warte mal. Ruhe. Oh, eine Hütte. Hütte. Und lass mich raten, ein Zelt. Ah, Hütte, verdammt. So. Da ist nix, da ist nix, da ist nix. Und was haben wir hier? Die Monster hier sind stark und wild. Lasst euch nicht von ihnen niedlichsten Aussehen täuschen. Ah. Okay. Genau, hier ist dann der Eingang zur Monsterhöhle. Beziehungsweise zum. Ich glaube, das ist halt so ein unterirdischer Gang, der uns halt zu unserem Zielort hinführt. Stützpunkt. Oh, ich bin tapfer, aber ihr seid noch tapferer.
Tapfer, tapfere am tapfesten. Oh Gott, Entschuldigung. Ich hab gute Laune, das ist wunderbar, ich hab gute Laune. Wir werden die Turmkanonen mit unseren Panzern ablenken. Nutzt diese Gelegenheit, um euch ins Innere zu schleißen. Ah. Okay. Golbes mag nicht im Turm sein, aber dort erwartet euch der stärkste der vier Elementarfürsten. Rubikante. Der Flammenherrscher. Mögt ihr heil und munter zurückkehren. Wir Zwerge sagen immer, sei tapfer, aber sieht ja schlecht aus. Lauf weg und sei an einem anderen Tag tapfer. Ja, ist schon teilweise weise, kann man sagen, weil Mut ist natürlich, was Helden immer so heldenswert machen. Aber sinnlose Heldentote soll man auch nicht so wertschätzen. Lass mich ran, hier kommen sie heilen. Nein, 600 Gold umsonst ausgegeben. Diese Vase ist gefüllt mit dem Wasser des Lebens. Trinkt daraus, so wie ihr wollt. Okay. Ist das eine Höhle? Okay. Warte, so. Ich speise mal. Ja, ich sag dann mal Dankeschön fürs Einschalten. Ich hoffe, euch gefällt es. Seid nicht so streng mit mir, wenn ich es noch nicht so gut kommentieren kann. Aber das wird noch, keine Angst. So, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Euer Nauamagi. Tschüss.